Studenten am Massachusetts Institute of Technology präsentieren in diesem Video ein faszinierendes Forschungsprojekt. Unter der Leitung von Professor Hiroshi Ishii konstruierten sie einen Tisch mit Morphing-Oberfläche. Ein 3D-Scanner erkennt Objekte neben dem Tisch. Diese werden in Echtzeit auf der Tischoberfläche reproduziert. Ein darauf platzierter Ball kann so bewegt werden, ohne ihn direkt zu berühren. Dann wird ein Ball in einen Korb gelegt. Er erscheint als virtuelle Repräsentation auf dem Tisch und interagiert dort mit einem weiteren echten Ball. Die Technologie könnte in Zukunft bei neuartigen Benutzeroberflächen zum Einsatz kommen. Congratulations.